Das ist schon ein königlicher Auftritt für unsere Ehrengäste. Angemessen für die erfolgreichen Funktionäre natürlich auch. Hallo, Bürgermeister Robert Präsident Frankstein. Mensch, so tolle und erfolgreiche Sportler, da wird man als Bürgermeister wahrscheinlich ganz, ganz oft auf seine erfolgreiche Gemeinde angesprochen. Ja, aber es ist natürlich auch für die Gemeinde ein Zeichen, dass das, was alle miteinander machen, nämlich dieses Bekenntnis immer wieder zum Sport abzugeben, dass solche Sportler wie Johannes Ritschek und die anderen Sportler, die wir heute hier empfangen, auch tatsächlich irgendwo einzahlen oft auf die Idee, die hier in Oberstdorf immer mit so viel Leidenschaft weitertransportiert wird. Und insofern, darauf, glaube ich, sind wir alle stolz. Jeder einzelne Sportler kann stolz sein, dass das Gesamtsystem mit solchen Erfolgen dann funktioniert als Gesamtmannschaft, als Gesamtteam, als Bekenntnis eines Ortes und gekrönt durch solche Medaillen. Das ist, glaube ich, der Stolz und die Freude, auf die wird man gerne angesprochen. Sie irgendwie einen Fernseher in Ihrem Büro oder wie haben Sie die nordische Ski-WM beispielsweise verfolgt? Na, bei uns ist das ganze Jahr Ausnahmezustand. Aber in aller Regel, natürlich haben wir einen Fernsehschirm und wir haben das auch verfolgt, das ist selbstverständlich. Wir freuen uns über jeden Erfolg und deswegen sind wir auch immer wieder mit Leib und Seele dabei. Prima. Was bedeutet das für den Deutschen Skiverband auch hinsichtlich in 4 Jahren findet hier in Oberstdorf die nordische Ski-WM statt? Ja, das gibt einen unglaublichen Schub, wenn gerade auch Athleten aus Oberstdorf, Athletinnen und Athleten aus Oberstdorf so herausragende Erfolge leisten. Und wir versprechen uns einen riesen Schub von den nordischen Weltmeisterschaften 2021, die auch eine Zeit lang nachhaltig anhalten. Man spricht immer so von 2 Sportlergenerationen, die eine solche Weltmeisterschaft bewirkt. Und wir freuen uns auf wirklich sehr tolle Weltmeisterschaften 2021. Am Montagabend Blickpunkt Sport, Johannes Ritschek war mit Felix Neureuther zu Gast. Da gab es ein ganz, ganz tolles Stück über Oberstdorf. Du warst dort auch zu sehen. Da war viel von dem auch zu entdecken, was Bürgermeister Lorenz Mies gerade auch gesagt hat. Es ist mehr als einfach, dass hier jemand Medaillen gewinnt oder Weltmeister wird, sondern da steckt ganz, ganz viel dahinter. Du hast vor allem auch die Elternschaft in diesem Bericht hervorgehoben. Vielleicht für alle diejenigen, die es noch nicht haben ansehen können oder die es da auch am Montagabend nicht gesehen haben. Es ist ein langer Weg. Vom Nachwuchssportler zum Weltmeister. Aber der Weltmeister ist erstmal die Motivation für die Kleinen. Und die muss natürlich weitergetragen werden. Dann braucht es, das habe ich dann im Bericht gesagt, ein gutes Serviceteam von Anfang an. Und das sind die Eltern. Ohne die kriegen wir also nicht die Sportler an den Hang oder auf die Loipe. Und da, das ist eine unserer Stärken, dass wir da ein ganz tolles Team haben, die uns wahnsinnig unterstützen. Und da sind wir natürlich froh drüber. Dankeschön. Und Herr Lommer ist dann natürlich auch ganz, ganz stolz auf die Eltern. Übergreifend über alle Sportarten brauchen natürlich auch der Bayerische Landessportverband viele engagierte Leute im Ehrenamt, die solche Erfolge erst möglich machen. Ja, ohne die ging es überhaupt nicht und deswegen bin ich überrascht und begeistert, wie groß die Begeisterung hier in diesem Ort ist. Die jungen Leute, die da auf dem Weg zur Bühne standen, herzlichen Dank den Vereinen. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, bis 2018 5 Millionen Mitglieder zu haben. Wir sind der einzige Landessportbund in Deutschland, der noch wachsende Mitgliederzahlen hat. Und das verdanken wir unseren tollen Vereinen und vor allem auch den Vorbildern, die diese Leistungen bringen. Denn die Begeisterung gibt es ja nur für die Kleinen, wenn es Vorbilder gibt. Und deswegen herzlichen Dank und Glückwunsch. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr, aufs Olympiajahr. Das kann ja was Tolles werden. Und ihr fiebert auch einer Weltmeisterschaft in Finnland noch entgegen? Wir warten alle auf Helsinki. Und bei der Gelegenheit ist ja Aljona und Bono hier, Savchenko, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Sie wurden ja jetzt Zweite. Und wir freuen uns so, Vorbilder hier in Oberstdorf zu haben. Sie fühlen sich auch wohl. Ich muss einfach sagen, Oberstdorf bietet für alle Sportler, egal welche Sportart, einfach alles, ob der Ort, ob die Stadien, auch das Drumherum, die Schulen, es passt alles. Also auf nach Oberstdorf. Hier seid ihr gut aufgehoben. Dankeschön. Schönes Schlusswort von unseren Ehrengästen, in dem Fall von Harald Löffler. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle mit dabei sind. Dankeschön. Riesenapplaus. Und dann einen riesen Applaus für unsere Trainerin und Trainer!
Anni und vor allem auch dem Johannes Ritzek, die Sporen mitgegeben hat zu seinen Erfolgen. Wie war die Weltmeisterschaft in Lahti für dich mit diesen zwei Medaillen, zwei Goldmedaillen auch für deine Frauen und natürlich auch mit den Erfolgen für Johannes? Ja, also das hätten wir uns in kühnsten Träumen nicht erwartet, dass der Johannes jetzt mit 4 Goldmedaillen heimkommt und wir mit 2. Und ich meine, man ist Titelverteidiger, man fährt da hoch und denkt sich im ersten Moment, eigentlich kann es nur schlechter laufen. Und dass man so eine Leistung dann bestätigen kann und die Mannschaft wirklich über sich hinausgewachsen ist, also das war für uns eine unglaubliche WM. Kai Bracht, Kai, ihr seid mit einer riesen hohen Erwartungshaltung dorthin geschickt worden nach Lahti. Habt die wahrscheinlich selber auch gehabt, aber vor allem haben es die Zuschauer gehabt und habt alles erfüllt. Kann man das so sagen, dass wenn ihr es euch hättet ausmalen wollen, dass ihr es nicht schöner hättet malen können? Ja, definitiv. Das kann man so stehen lassen, wie du gesagt hast, Jens. Wir sind mit großen Erwartungen in dem Team angereist, weil die Vorleistungen, die waren ja atemberaubend, die waren überwältigend und in der Form auch noch nie da gewesen. Volle Podestplätze und so viel Siege im Vorfeld, da ist natürlich die Erwartungshaltung im Team, bei den Athleten, bei uns Trainern, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit extrem groß. Und dass wir dann in Lahti oben so geliefert haben und der Johannes mit 4 Goldmedaillen heimgeht, die Mannschaft den Titel gewonnen hat und der Johannes dann noch mit Erik zusammen den Teamsprint. Das ist eine unbeschreibliche Weltmeisterschaft für uns gewesen, sehr emotional. Und vor allen Dingen auch von den Jungs muss man sagen, war das Meisterstück, weil über anderthalb Wochen die Spannung immer so hoch zu halten, dann wieder runterzukommen, zum Wettkampf wieder immer die Motivation und die Willensstärke und die Dinge, die sie tun möchten, abzurufen, das war ganz, ganz großes Kino. Und ich denke mal, alle Zuschauer haben großen Sport gesehen im Fernsehen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier ganz herzlich vor. Meine Damen und Herren, Weltmeister sind sie geworden im Teamwettkampf bei der JWM in Park City. Agnes Reisch, einmal winken und Applaus, ja. Pauline Hessler, Luisa Gerlich, dann Dritte im Sprint im Langlauf, Coletta Ritze. Und Zweite, meine Damen und Herren, beim Snowboard-Cross bei der Junioren-WM in Klinovec, Jana Fischer! Yeah! Und die erfolgreichen Shorttracker hier vom Eislaufverein in Oberstdorf, Anna Weiser und Luca Löffler! Yeah! So. Da kann man Schirme sehen bis da hinten zum Bus. Wie war das hier so durchzulaufen, durch den Spalier? Ja doch, schon echt viele Leute da. Also auf jeden Fall schön. Schön. Und schön war es natürlich auch bei der JWM, oder? Ja, auf jeden Fall. Und unerwartet. Unerwartet. Was hat den Erfolg ausgemacht für euch? Ja, dass wir einfach zusammen waren und es genießen konnten und jeder hat sich dafür kämpft. Habt ihr denn auch ein bisschen feiern können? Ja, so ein bisschen gemeinsam in der Runde. Wie feiert man denn bei der Juniorenweltmeisterschaft? ja. Fanta, Cola, Allgäuer Alpenwasser. Ja, amerikanisches Wasser haben wir getrunken. Das Allgäuer Wasser hat man leider nicht da, aber so direkt war's. Sind da die Snowboarder ein bisschen cooler? Ja, ich glaube schon. Das heißt, wie feiern die Snowboarder? Wir trinken kein amerikanisches Wasser. Wir kriegen auch tschechisches. Tschechisches Wasser. Weil die WM in Tschechien war. Ja, genau. Aha, nicht was ihr jetzt wieder gedacht habt mit tschechischem Wasser. Ich glaube, da gab es noch ein paar Missverständnisse. Shorttrack, wo war die JWM? In Innsbruck, Österreich. Da gibt es ein österreichisches Wasser. Ja, genau. Genau, Shorttrack ist eine richtig aufstrebende Sportart. Auch hier ist ein Stützpunkt, war glaube ich auch deutsche Meisterschaft dieses Jahr in Oberstdorf, richtig? Ja, genau. Was macht die Faszination aus für Shorttrack? Einfach alles. Die Schnelligkeit, dann das Überholen, die Taktik, weiß nicht, macht viel aus.
Und jetzt am Wochenende, glaubt die Weltmeisterschaft in Rotterdam. Meine Damen und Herren, das sind unsere erfolgreichen JWM-Teilnehmerinnen und JWM-Teilnehmer. Schön, dass ihr hier heute mit dabei seid und einmal dieses schöne Bild genießen könnt. Und wir brauchen einmal alle von euch, die ganz laut rufen für unsere erfolgreichen JWM-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie geht ein großer Applaus für Jonas Öfchenko? Wow! Aljona. Und dabei war die WM noch gar nicht, aber Vize-Europameister im neuen Duo mit Bruno Masson. Wie wichtig war euch diese wichtige Standortbestimmung in diesem Jahr bei der Europameisterschaft mit der Silbermedaille? Ja, auf jeden Fall. Für uns war wie Gold wert, weil wir hatten schwere Verletzungen und konnten 2 Monate gar nicht laufen und hatten 2 Wochen Vorbereitung. Und jeder weiß, wie das ist, wenn man halt gar nichts trainiert und dann tolle Leistung abliefert. Für uns war das wie Gold wert. Jetzt nach der Europameisterschaft, wie war das Training, wie war die Vorbereitung jetzt für die Weltmeisterschaft? Ja, leider könnte Bruno heute nicht dabei sein, weil er hatte im Rücken was wehgetan und musste erstmal ins Krankenhaus und deswegen bin ich alleine heute hier. Also wir wechseln uns leider, aber es ist Sport und Verletzung gehört dazu. Aber können wir schon in Warnung geben, ist die WM in Gefahr oder ist es so, dass er es hinbekommt bis zur WM? Also wir haben noch 3 Wochen. Also wenn wir 2 Wochen vor EM-Vorbereitung hatten, 3 Wochen, ist es noch Zeit. Also positiv. Ganz, ganz viele, die jetzt hier auch die Daumen drücken, dass das funktioniert. Und Finnland ist für Oberstdorfer Sportler, haben wir gelernt, jetzt bei der Weltmeisterschaft der nordischen Skisportler, ein gutes Pflaster. Hast du schon mal in Helsinki eine Meisterschaft gehabt? Ich glaube, Europameisterschaft. Aber jeder Wettkampf ist anders, also von daher, ich nehme das Positive von Skiläufer und versuche es das Beste zu bringen. Aljona, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, schön, dass du heute hier mit dabei bist, in diesem wunderschönen Rahmen. Wir alle drücken ganz, ganz kräftig die Daumen für die Weltmeisterschaft mit einem Riesenapplaus für Aljona Savchenko! Ein schönes Bild. Da kann man auch 50 Kilometer noch mal ein bisschen locker aus den Beinen schütteln. Wie war die Weltmeisterschaft? So mit ein bisschen Abstand von ein paar Tagen aus der Sicht der Skilangläufer. Ja, sehr schön war es. Es war viel los. Es hat Spaß gemacht, aber Wahnsinn, was auch heute hier los ist bei dem Wetter. Unglaublich. Jetzt kommst du ja aus dem Schwabenland. Skizunft Römerstein ist dein Verein. Warum, fragt sich vielleicht der ein oder andere, bist du heute hier in Oberstdorf? Frage ich mich auch. Ich trainiere schon, weil du eingeladen wurdest. Ich trainiere jetzt schon eine Weile hier im Allgäu. Mir gefällt es hier gut. Und ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Danke. Schön, dass du heute hier bist und neben einem Juniorenweltmeister stehst, meine Damen und Herren. Der hätte auch gerade schon dabei sein können. Wie war's? So Woche für Woche irgendwie auf irgendwas hinzufügen, erfolgreich zu sein und dann mitzufahren mit einer Lahti. Ja, es war auf jeden Fall cool. Also ich habe da dann vor der JWM eigentlich schon gewusst, dass ich da auch noch hinfahren darf. Aber ich habe das dann eigentlich nur noch so als Bonus gesehen, nachdem ich dann die Goldmedaille geholt habe bei der JWM. Aber war dann auf jeden Fall eine coole Erfahrung, auch wenn ich nicht starten durfte jetzt. Aber war trotzdem ganz cool. Aber für die JWM kriegst du natürlich auch noch einen riesen Applaus. Juniorenweltmeister Vincent Geiger, meine Damen und Herren. Applaus! Meine sind, Nicole, das waren deine, wie viele Weltmeisterschaften? Meine 7. Deine 7? Mit 12 schon dabei gewesen bei der Weltmeisterschaft. Wahnsinn. Nicole,
es sind so Erfahrungen von Vinzenz, die man vielleicht auch machen kann, dann auch für spätere Jahre, einfach mal an der WM einfach mitzuerleben, dieses Gefühl, damit man weiß, was auf einen zukommt dann in späteren Jahren, oder? Ja, klar, also ich bin auch mit jungen Jahren mitgefahren oder meine erste WM war hier in Oberstdorf 2005 und es war für mich auch so ein Bonus und ja, man genießt das ganz anders und sieht es auch wieder mit anderen Augen und es tut natürlich gut und weiß, was auf einen zukommt, ja. Wie erfolgreich bzw. wie zufrieden warst du mit der Weltmeisterschaft? Nicht alles aufgegangen, wie du dir gewünscht hast? Hast diese Saison auch schon mal so ein bisschen rangeschnuppert in den Top Ten, gute Ergebnisse gehabt? Dein Resümee der Weltmeisterschaft? Ja, also es war schon so, dass ich wirklich jetzt nicht zufrieden von der Weltmeisterschaft weggefahren bin und du fährst so weg und denkst so, oh Mensch, was, jetzt ist es schon vorbei und ja, aber irgendwo versuche ich es jetzt gerade ein bisschen so zu verarbeiten, das gehört irgendwo dazu. Ich habe auch schon wirklich richtig gute Wettkämpfe gemacht, halt wie an dem Fest und versuche natürlich weiter anzugreifen. Ich habe nächstes Jahr noch ein Olympia-Jahr und ja, ich weiß, was ich kann und nichtsdestotrotz, es war eine schöne WM. Das ist schön, auf jeden Fall. Nächstes Jahr Olympia-Jahr. Es gibt ja den einen oder anderen Skilanderin, der sagt, ich weiß noch nicht, ich warte noch die Saison ab, bis ich mich entscheide. Nicole Fessel ist auf jeden Fall im Olympia-Jahr am Angreifen für Pyeongchang. Nicole, und wenn du dann 2018 bist, dann sind es nur noch 3 Jahre bis zur Heimweltmeisterschaft. Wäre doch auch noch mein Ziel. Ja, also mit Sicherheit ist es jetzt nicht ganz abgeschrieben, aber es ist schon so, ich bin wirklich schon ein paar Jahre dabei und schauen wir mal, wie alles kommt, wie es läuft, wenn es mir Spaß macht, weil, warum nicht? Würde es euch wünschen, oder? Ja! Nicole, dankeschön. Und Janina Ernst ist da im besten Alter, um dabei zu sein in 4 Jahren bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Auch hier haben wir eine erfolgreiche Junioren-Weltmeisterin und WM-Teilnehmerin dann noch in Nacht, die schon alles ein bisschen verarbeitet. Ja, so mittlerweile kann man schon zufrieden zurückblicken und einfach froh darüber sein, dass man dabei sein durfte. Absolut. Und ein Wettkampf steht noch aus und der ist am berühmten Holmenkollen in Oslo. Was lacht ihr jetzt? Bist du nicht dabei, oder? Das frage ich gleich nochmal. Okay, und ein Wettkampf steht noch aus und du bist leider nicht dabei, Janina. Warum nicht? Leider bin ich im Gesamtweltcup momentan 31. und es hat mir jetzt gerade nicht unter die Top 30 gereicht. Und bei uns Frauen werden dann nur die besten 30 starten und da habe ich es dieses Jahr leider knapp verpasst. Okay, dann ist deine Saison quasi heute feierlich beendet. Jetzt haben wir das Fest quasi für dich organisiert zum Saisonabschluss. Fühlt sich gut an. Janina, herzlichen Glückwunsch zu den tollen Erfolgen in diesem Jahr. Und herzlichen Glückwunsch, Katharina, wir haben uns gesehen vor deinem Weltcup-Sieg. Haben wir uns hier in Oberstdorf, sind uns über den Weg gelaufen. Und du bist mit vielen Erwartungen und Hoffnungen natürlich auch nach Lahti gefahren. Wie bist du zurückgekehrt? Ja, es ging nicht alles ganz so auf. Leichten Kratzer im ersten Sprung gehabt. Ja, mit dem 8. Platz glaube ich, dass ich trotzdem zufrieden sein kann. Ich habe diese Saison viel erreicht, gerade mit dem Weltcup-Sieg. Und ja, mir hat es dann natürlich für Carina gefreut, mit dem Sieg ist Wahnsinn. Und natürlich auch für das Mixteam, dass sie wieder Gold geholt haben, war trotzdem eine Wahnsinns-WM. Man merkt, ihr habt einen guten Teamgeist, ihr habt einen guten Spirit bei euch in der Mannschaft, dass ihr das auch gegenseitig euch gönnen könnt. Ja klar, ich meine, wir sind zu dritt ziemlich stark zur WM gereist. Es hatten alle von uns große Erwartungen und ja, im Endeffekt waren die anderen zwei im Einzel besser und darum habe ich es denen dann auch vergönnt, dass die im Mixteam starten dürfen. Alles Gute für Oslo. Mach dein Lahti in Oslo draus. Dankeschön, Katharina. Und dann kommen wir noch zu Karl Geiger. Karl, bei dir war es ja vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie jetzt auch bei Vinzenz. Du warst dabei, durftest die Daumen drücken, aber nicht so richtig zum Einsatz kommen. Nichtsdestotrotz, es ist eine WM-Erfahrung. Da wollen viele hin, die euch da gerade vorausgelaufen sind mit den kleinen Fähnchen. Tröstet einen das dann trotzdem, dass man mal dabei war und vielleicht dann auch mit Hinblick, hey, in 2 Jahren Zehfeld, in 4 Jahren Oberstdorf, ich habe das alles jetzt erlebt. Ja, ein bisschen schon. Klar, die Enttäuschung ist groß, aber ich war die erste Woche krank und dann habe ich ziemlich Probleme gehabt, eben wieder das richtige Körpergefühl zu kriegen.
Ausscheidungsspringen für den Teamwettkampf war dann eh schon wieder sauknapp. Das ging dann um einen halben Meter in zwei Sprüngen. Aber gut, das ist Sport und beim nächsten Mal da will ich dabei sein. Absolut, und die Erfahrung nimmt man ja trotzdem mit dann auf in die nächsten Jahre. Denn gerade beim Skispringen ist der Konkurrenzkampf ja unglaublich. Wenn man mal sich die Bilder anschaut, wer vor 3 Jahren Olympiasieger geworden ist und wo die zum Teil jetzt heute sind. Die Mannschaft war ja jetzt auch eine völlig andere, dann ist es ja unglaublich. Karl, ihr habt noch ein paar Springen vor der Brust. Was nimmst du dir noch vor für den Rest der Saison? Ja, nochmal angreifen. Also wie gesagt, die Sprünge waren zum Schluss an Lahti wieder gut. Und jetzt kommt dann 10 Tage Norwegen-Tour, also 10 Tage, 10 Wettkämpfe. Das wird auch nochmal an die Substanz gehen. Aber ich freue mich drauf und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Schauen wir mal, was rauskommt. Wir drücken euch auf jeden Fall allen die Daumen. Wir brauchen jetzt mal so nochmal eine Reihe hier. Könnt man hier nochmal eine Reihe so nach vorne. So, wir nehmen mal die Arme nach vorne. Der Karl kennt das von der Fürschanzentournee. Für unsere Teilnehmer. Johannes, kannst du dir denken, warum wir genau dieses Lied eingespielt haben? Ja, ich habe ein ganz witziges Bild von dem Sponsor von Lahti oder von der WM. Die haben so ein Logo wie so eine Sonne und da gab es ein Bild, wo das direkt hinter meinem Kopf ist und da gab es so eine witzige. Genau, da ist es eh. King Julian und King Johannes aus Madagaskar. Ich glaube sogar einer der Lieblingsfilme deiner Freundin, habe ich mir sagen lassen. Also von daher passt es ja wunderbar, Johannes Witzek. Meine Damen und Herren, wir wollen uns noch mal ein paar Bilder anschauen. Ihr dürft auch gerne so ein Stückchen darüber kommen. Wir haben ein paar Momente zusammengefasst von einer unvergesslichen Weltmeisterschaft in Lahti. Mit 4 Goldmedaillen für Johannes Witzek. Es sollte eine der spannendsten Entscheidungen bei dieser Weltmeisterschaft werden. Johannes Witzek kann sich krönen hier zum absoluten König der Kombination. Er ist auf der Zielgerade, er scheint stärker. Schauen wir von Licht gehen nochmal an. Für Johannes Witzek! Johannes, Gänsehaut, wenn du das siehst, und ein paar Tränchen sogar. Ja, es ist wirklich Gänsehaut pur. Es ist unbeschreiblich und kann das noch immer gar nicht richtig realisieren. Also wenn ich die Bilder jetzt sehe, ja, unglaublich. Wisst ihr, wenn du jetzt hier rausschaust, hier ist gerade mucksmäuschenstill, wenn der Weltmeister spricht. Und ganz da hinten stehen die Menschen noch und es ist nur 4 Tage her, seit du zurückgekommen bist. Ja, auch wenn ich das heute wieder sehe, das ist einfach, ja, freut mich so unglaublich bei dem Regen, dass wieder so viele da sind. Und ich kann gar nicht alle Autogramme schreiben, die ich gerne schreiben würde, kann gar nicht eben die Hand schütteln, wo ich mich bedanken würde. Oder, ja, ist einfach großartig und danke an euch. Ja, das ist so ein Weg, wir haben es vorher schon diskutiert, beschreitet man ja nicht ganz alleine, sondern da gehören viele auch mit dazu, die einen zum mittlerweile 6-fachen Weltmeister machen, wie sich das anhört. Das ist unglaublich. Ja, also einiges, oder die meisten sind eh heute hier, wo ich einfach auch nochmal ganz herzlich Danke sagen muss, auch meine Wegbegleiter, angefangen vom Thomas, wo mich hier aus dem Skiclub rausgeführt hat, natürlich im Skiclub. Thomas Müller. Genau. Dann über den Andi, jetzt mit dem Kai einfach. So eine geile Partnerschaft. Die Leute, wo jetzt, oder natürlich meine Coaches von der Nationalmannschaft, aber auch die Rundumbetreuung mit dem Flori Vorzig hier einfach als Ansprechpartner. Und natürlich an meine Freunde, meine Familie, meine Freundin
und natürlich ja, an die Bevölkerung, wo man heute sieht, einfach geil. Olé! Ein riesen Dankeschön vom Weltmeister. Aber es ist natürlich auch so, muss man sagen, ein bisschen mit Glück geküsst, in so einem Ort aufzuwachsen, wo einfach auch alles da ist. Du musst es nicht umziehen, du kannst zu Hause wohnen, konntest lange das Essen von der Mama auch genießen, genießt es heute noch wahrscheinlich ab und zu mal. Und es ist einfach alles da, weil es sind perfekte Bedingungen für euch, um hier euren Sport dann auch zu betreiben. Ja, ganz genau. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung. Und so eine perfekte Symbiose, sag ich mal, erfindet man nicht überall. Und deswegen freut es mich auch so ungemein, dass die WM jetzt auch wieder da ist. Weil das war auch so einfach, die WM 87 hat hier die Städte gebracht, wo man einfach wirklich alles vor Ort hat, wo man nicht groß reisen muss. Und dann die WM 25, wo mich einfach auch als Aktiver oder als Nachwuchsathlet dann einfach so, ja, fasziniert und motiviert hat. Und jetzt für 2021, ich sehe es, ja, einige Kinder, wo das einfach das gleiche Motivation gibt wie mir damals, und natürlich die super Infrastruktur jetzt einfach noch verbessern. Und ja, einfach perfekt. Und ja, dazu könnte es vielleicht noch sein, dass ich da auch am Start bin, also genial. In 4 Jahren die Weltmeisterschaft, das Fernziel für Johannes Witzek, nächstes Jahr dann die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Könnte man wieder so einen Empfang organisieren, wenn ein paar noch dann auch noch mal mit dabei sind, richtig Gas geben, dann können wir hier vielleicht da hinten noch die Fahnen wegmachen und das alles noch ein bisschen ausbauen. Muss vielleicht eh noch ein bisschen größer werden für die Weltmeisterschaft, dass wir den Platz hier noch erweitern, dass es hier noch mal so richtig kracht. Johannes, es ist noch nicht das Ende der Saison. Janina, die kann sich schon ein bisschen zur Ruhe legen, auf ihr Sofa zu Hause, aber Johannes, der muss dir noch ein bisschen Gas geben, denn du hast noch ein großes Ziel in dieser Saison. Ja, genau, die Couch, die jetzt mir die letzten Tage gute Dienste geleistet hat, die muss jetzt wieder ein bisschen ja, allein zurechtkommen, sag ich mal. Morgen früh geht es schon wieder nach Oslo und wir haben noch 4 Wettkämpfe. Und ja, natürlich gehe ich damit in den letzten Kampf, sag ich, oder in den letzten, die letzten Wettkämpfe mit voller Motivation und genießt es nochmal und ja, dann schauen wir mal, was dann vielleicht noch rauskommt. Um 5 Uhr Abfahrt morgen, meine Damen und Herren. Dann schauen wir auf die Uhr. 7:30, ein bisschen gibt er uns hoffentlich noch, der Johannes. Denn wir wollen nachher nicht schuld sein, wenn es in Oslo, Trondheim oder Schonach nicht so läuft, wie wir uns das alle von dir wünschen würden, natürlich, Johannes. Johannes, wenn man jetzt so zurückblickt auf so eine Weltmeisterschaft, wann kommt der Punkt, wo man es so schon so ein bisschen realisiert hat, ist es auf der Couch schon so ein bisschen gekommen, so die letzten Tage? Ja, schon, also gerade am Sonntag, wo ich dann den 50 Kilometer Langlauf von den Herren angeschaut habe und da dann die Medaillen und dann war, hey, das war, genau das hast du auch jetzt die Tage davor erreicht und es kommt so Schritt für Schrittweise und ja, auch einfach schön die Zeit zum Genießen, das zu realisieren und ja, genieße ich auch so richtig. Wir haben so viel über Medaillen gesprochen. Wo sind denn die Medaillen? Ja, natürlich im Regen habe ich es jetzt nicht umhängen, aber ich glaube, die wurden schon irgendwo, ja genau. Da ist der Rucksack. Wir können sie zumindest mal hier mal schön positionieren, meine Damen und Herren. Und das macht der Weltmeister natürlich selber mit seinen Medaillen. Da lässt er auch gar niemanden dran. Da darf der Markus Othmer auch noch mal den Karton verrücken bei Blickpunkt Sport. Übrigens an der Stelle ein Dankeschön an das Bayerische Fernsehen, die uns die Bilder auch zur Verfügung gestellt haben. So sehen also die tollen Goldmedaillen aus. Haben wir das hier so ein bisschen? Nein, wir haben es leider nicht drauf. So, die jetzt ganz früh da waren, in der ersten Reihe standen, die haben es jetzt hier wirklich gut. Kann es sich jetzt sagen, wir machen es einmal. So, dann haben wir nämlich nochmal einmal ein schönes Bild mit, ja, wenn es 3 wären, wäre es einfacher zu halten, gell? Das ist der Neid des besitzlosen Moderators. So, 4 Goldmedaillen, so sehen sie aus, meine Damen und Herren, von Johannes Witzek, dem 4-fachen Weltmeister von Nachti. Gibt es da nochmal einen Applaus für sowas? So, wir räumen es gleich weg, Johannes, wir passen gut drauf auf. Ja, Johannes, das ist also das
weltmeisterliche Publikum hier in Oberstdorf. Schön, dass Sie bei diesem Regen hier alle mit dabei waren. Wir rufen jetzt nochmal die Aktiven nochmal mit dazu. Alle JWM-Teilnehmer, alle WM-Teilnehmer, alle nochmal hier nach vorne. Dann haben wir hier nochmal ein schönes gemeinsames Gruppenbild für alle, die hier heute mit dabei waren, meine Damen und Herren. Nochmal eine riesen Applausbombe hier aus dem